Hallo, hier ist Muho aus Osaka und in den letzten Videos habe ich immer wieder davon gesprochen, dass Zeit unter Umständen nur eine Illusion ist. Ist das nicht nur ein Traum? Gestern, heute, morgen. In Wirklichkeit leben wir doch alle nur in diesem Augenblick. Und während ich darüber schwurble, dass Zeit eine Illusion ist, läuft sie mir davon. Die Kamera macht mir immer wieder einen Strich durch die Rechnung und nach pünktlich 11,5 bis 12 Minuten bricht das Video ab. Wenn ich mich richtig verorte im Kalender, auf der Zeitlinie, in diesem Konstrukt der Zeit, dann sollte heute der 30. Dezember sein. Und wenn ich mich irre, dann entschuldige ich mich bei allen meinen Zuschauern. Ne? Ich war gerade stehen geblieben beim letzten Absatz im Shōji-Kapitel. Da sagt Dogen, es gibt einen einfachen Weg, zum Buddha zu werden. Das klingt zunächst mal vielversprechend. Es klingt aber auch ein bisschen ja überraschend, denn im Absatz davor hat Dogen doch schon ganz genau prägnant gesagt, was man tun muss, um Buddha zu werden, nämlich loslassen, Körper und Geist wegwerfen, sich hineinwerfen in das Haus Buddhas und dann wird alles von alleine passieren. Ohne Kraftanstrengung, ohne Geistesbemühung. Es wird alles von der Seite Buddhas her getan. Lass dich einfach tragen von Buddha. Buddha wird dich tragen. Und auf die Weise wirst du Samsara hinter dir lassen und selbst zum Buddha. Und warum erklärt uns Dogen jetzt nochmal, wie man zum Buddha wird? Wir haben es doch schon gehört. Lasst Körper und Geist abfallen. Aus irgendeinem Grunde erklärt er es uns nochmal. Und das ist eine Erklärung, die man so im Genjū Koan nicht findet. Und er beginnt mit den Worten, tue nichts Schlechtes. Das ist etwas, was man auch im Christentum hören wird, was man auch im Buddhismus hört. Ne? Aber es sind in der Regel die Zen-Praktizierenden, die dann sagen, das ist aber doch ein bisschen dualistisch für mich. Geht es nicht darum, über gut und schlecht hinauszugehen? Und manchmal klingt es bei Dogen auch so, als würde es reichen, sich einfach hinzusetzen in Sazen. Und in dem Moment, wo ich sitze, eins mit dem Universum, da gibt es gar kein Leiden mehr. Aber hier sagt Dogen ganz ausdrücklich, hab Mitgefühl mit allem Lebenden, respektiere die über dir, um Gottes Willen, Hierarchie. Ich will doch keinen Guru anbeten. Warum soll ich die über mir respektieren? Ich lasse mir doch von niemandem was sagen. Das ist Zen. Ich bin der Buddha. Ich höre auf niemanden, außer auf mich selbst. Und nimm nicht der unter dir an. Was soll das wieder? Die sollen doch sich um sich selbst kümmern, ne? Die, die weniger Erfahrung haben als ich. Warum soll ich die einweisen? Habe ich keine Lust so, ne? Wieso soll ich meine Zeit verschwenden mit anderen, ne? Das werden sich vielleicht einige hier denken. Was soll das heißen? Respektiere die über dir und nimm dich der unter dir an. Hege gegen nichts Abscheu. Berge keine Wünsche in deinem Herzen, trage dich nicht mit Gedanken und mach dir keine Sorgen. Das nennt man ein Buddha, suche nach nichts anderem. Also am Ende dieses Kapitels klingt Dogen plötzlich sehr dualistisch. Davor nicht, ne? Davor, Leben und Tod sind zwei Seiten einer Medaille. Samsara und Nirvana sind eins. Und auch du und Buddha, ihr seid nicht getrennt voneinander. Lass los von dir und du wirst aufwachen zu der Tatsache, dass du schon immer Buddha warst. Bis dahin alles schön und gut, sehr non-dualistisch. Plötzlich kommt der Dogen total dualistisch rüber. Anders als im Genjū Koan. Ne? Also Genjū Koan, da ist er eher Dogen-Konsequenz. Ne? Vom Anfang bis Ende. Da bleiben die Gegensätze miteinander verbunden. Nirgends im Genjū Koan hört man Dogen sagen, tue nichts Schlechtes, praktiziere das Gute. Aber ich persönlich, ne, ich finde das total wichtig und gut,
dass am Ende vom Shōji-Kapitel der Dōgen so dualistisch wird. Denn eben genau das bedeutet es, mit beiden Füßen im Samsara zu stehen. Nirvana ist nicht irgendwie außerhalb vom Samsara. Nirvana steht mit beiden Füßen im Samsara. Buddha identifiziert sich mit dem Normalbürger, der er auch ist. Und die Alternative wäre eben das, ne? Ich bin ja gar nicht die Person hier. Ich bin ja gar nicht der Muho. Ich weiß gar nicht, warum der Muho zufällig immer genau das sagt, was ich denke. Wenn mich jemand fragen würde, wer bist du? Keine Ahnung, ich bin nicht der Muho. Und die Tatsache, dass der Muho das in genau in diesem Augenblick sagt, das müsste einen non-dualen Sprecher eigentlich überraschen. Wie kommt es, dass der Muho immer genau das sagt, was ich eigentlich gedacht habe? Ne? Über diese Widersprüche habe ich auch verschiedene Male gesprochen mit der Cosima, mit dem Alex, mit dem Gerard. Ne? Wen das interessiert, gebt mal Non-Dualität ein in die Suchfunktion auf meinem Kanal. Heute bin ich ja früher fertig geworden, als ich gedacht habe. Ne? Also vielleicht nochmal zusammenfassen. Ne? Was sagt Dōgen hier im Shōji-Kapitel, aber auch an der Stelle im Genjō-Koan, um die es ging, ne? Als er spricht vom Brennholz, das brennt und zu Asche wird. Vom Frühling, der nicht aus dem Winter entstanden ist und der auch nicht zum Sommer wird, sondern der Frühling ist nur Frühling. Es gibt Winter und Sommer, aber wenn die Blüten blühen, alles, das ganze Universum ist Frühling. Beziehungsweise jetzt, ne? An Jahresende, das ganze Universum ist kalt. Es ist arschkalt. Und nur das. Der Bereich von Herbst und Frühling ist abgetrennt. Was er damit meint, ist eben das, was ich versucht habe hier auszudrücken. Das ewige Jetzt, ne? Das ewige Jetzt steht über der Zeit, aber gleichzeitig mit beiden Füßen fest in der Zeit. Heute. Und du weißt auch, dass in ein paar Tagen Neujahr ist. Du leugnest das nicht, ne? Weihnachten ist vorbei. Aber keiner würde sagen, es hat überhaupt Weihnachten nie gegeben. Das ist ein Traum, eine Illusion. Natürlich. Aber jetzt, der Bereich von Weihnachten ist abgeschnitten. Der Bereich von Neujahr ist abgeschnitten. Heute ist heute und nur heute. Und nur heute kannst du den Weg gehen. Nur du kannst ihn gehen. Natürlich kann man dagegen einwenden, aber was mit den anderen 8 Milliarden Menschen? Und was ist mit den anderen lebenden Wesen? Die können doch auch den Weg gehen. Ja, die können auch ihren Weg gehen, aber deinen Weg, und das ist der einzige Weg, um den es wirklich geht, deinen Weg kannst nur du gehen und du kannst ihn nur jetzt gehen, heute gehen. Aber das hast du doch gestern auch schon gesagt, das wirst du morgen auch wieder sagen. Und es reicht ja auch nicht, wenn ich einfach nur heute praktiziere. Ist doch wichtig, dass wir täglich praktizieren. Ja, aber der Bereich von gestern und morgen ist abgetrennt. Praktiziere jetzt. Praktiziere jetzt. Mach jetzt den Abwasch. Und um den Abwasch von morgen darfst du dir dann morgen Gedanken machen. Ja, so viel für heute, ne? So viel für heute. Danke fürs Zugucken. Ne? Bitte vergebt mir, ne? Dass ich so viele Male gebraucht habe, um letztlich nur das zu sagen. Es gibt nur jetzt. Ne? Es gibt nur diesen heutigen Tag. Aber, du musst auch wissen, was morgen im Kalender steht oder was heute dein Plan für heute ist. Ne? Wenn du das am Morgen guckst, ne? Was wird es zum Frühstück geben und zum Mittagessen? Wer macht den Abwasch? Auch wichtige Fragen, ne? Okay, danke fürs Zugucken.
ich wünsche euch noch einen schönen Jahresausklang. Ne? Freue mich auf eure Kommentare. Überlegt mir schon mal, was ich vorkochen kann für Neujahr. Denn über Neujahr, die ersten 10 Tage des Jahres, bin ich immer auf der Straße und sammle Almosen. Das werde ich auch 2024 wieder machen. Ne? Und werde wahrscheinlich keine Zeit haben, um Videos aufzunehmen während der Zeit. Aber damit ihr euch nicht langweilen müsst, werde ich versuchen, im Voraus schon was aufzunehmen. Ne? Also vielen Dank und wir sehen uns. Tschüss.